Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5. In diesem Video werden wir die nächste Chinesen-Mission machen. Mr. Cheng auf jeden Fall, ihr kennt das Prinzip der Chinesen, dem wir uns anschließen wollen. Cheng, Spreadsheet. Let's head outside and talk terms. Gentlemen. I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Huh? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Ja, da haben wir mal wieder Scheiße gebaut. Oder besser gesagt nicht wir, sondern eher Trevor, denn er hat jetzt einfach so Krieg angefangen mit den O'Neill Brothers. Aber was man jetzt auch dazu sagen muss, Trevor hat ja mit vielen mittlerweile schon Krieg angefangen. Ich meine, da waren diese Bikers. Ja, die. Mit wem hat er noch Krieg angefangen? Aktuell noch mit gar niemanden. Ah, doch, mit den Attackers. Aber schön, dass wir jetzt auch gegen die O'Neill Brothers schießen. Ich kann. Wieso kann ich die Musik nicht ändern? Elwood! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business! Ja, ich merke schon, dass das Business ist. Ich meine. Ja, was will man dazu sagen? Ich meine, Trevor ist halt jemand, den darf man halt die Jobs nicht klauen. Start writing those names on tombstones, cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! Das ist aber eine Ansage, Trevor. Will einfach den Laden von denen schließen, ohne Grund. Wir haben nur die Aufgabe geklaut, also den Job. Ja, und was ich natürlich dann auch dazu sagen muss, die Mission hier lässt sich sogar auf 100% abschließen. Also auf dem ersten Versuch, denn es gibt keine Zeit-Challenge diesmal. Ist das nicht wundervoll? Ja, okay, ich kletter erstmal den Baumstamm hoch. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you So, ja, haben sich gerade Elwood und noch zwei andere verabschiedet, scheinbar, von ihren Brüdern. Da wir aber jetzt ja wissen, dass wir für die 100% Requirements brauchen wir 10 Headshots, wir müssen unversehrt bleiben, was jetzt aktuell ein bisschen schlecht ist, weil ich habe nur halbe AP. Und ich muss Double Kill machen mit einem Schuss und eine 80er oder eine 80%ige Genauigkeit haben. Das lässt sich tatsächlich hoffentlich erreichen, indem wir einmal hier hinten den Typen erschießen. Jetzt rastet der aus, dann schießen wir den in die Brust. Der kriegt einen Headshot. Der da auch. Jetzt läuft der da weg, das ist schlecht. Ja, wie machen wir das? Schießen den ab.
den, den. Und jetzt müssen wir ganz kurz warten, bis wir hier einen Collateral machen können. Aber sonst haben wir hier gar keinen mehr draußen, oder? Nope. Haben wir gar keinen mehr draußen. Also wäre noch einer, aber er ist drin. Den möchte ich jetzt noch nicht abschießen. Vielleicht geht dann ja die Post los. Man weiß es ja nicht. Wenn du dich jetzt mal ein bisschen beeilen würdest, wäre schön. Ja, müsste getötet haben. Und dann erschießen wir auf den hier drin, weil es zu schön war. Also, warum auch immer der den ersten Schuss nicht gezählt hat, man weiß es nicht, ist mal wieder ein gutes Spiel. Wir haben jetzt zwar nicht so viel Munition für die Pistole, aber wir dürfen ja auch nicht so viel daneben schießen. So, erstmal hier ein bisschen was aufsammeln. Ich hoffe natürlich jetzt, dass hier drin irgendwo ein Medipack herumliegt. Wäre von Vorteil, hätten wir jetzt auch wirklich auch 100% machen können nach dem ersten Versuch. Nein, Hilfe, auf welche Taste war nochmal Spezialfähigkeit? Ah, hier. Ich bin jetzt was erschießen, geht ein bisschen eingerostet, da ich ein paar Tage schon nicht mehr gezockt habe, geht ja dann. Deswegen lasse ich mir hier ein bisschen Zeit. Sollte aber auch selbstverständlich sein, sich mal ein bisschen Zeit lassen. Ja, schießt halt aus der Hüfte wie John Wick. Hat ja leider nicht sehr viel weitergeholfen. Der kommt ein Headshot, der auch. Setzt Trevor schön erstmal nach. Oh, der hat eine Schrotflinte. So, der hat. Die Medikit, das war, damit warte ich noch ein bisschen. Schön, dass du gesehen hast, dass ich im Labor bin. Und dann haben wir auch wieder einen Headshot gemacht. Und jetzt nehmen wir Benzinkanister auf. Und tun ja ein bisschen den Boden abspritzen. Und so wie ich das sehe, müssen dann eigentlich alle Requirements erreicht worden sein. Collateral haben wir gemacht, 10 Headshots müssten es eigentlich auch gewesen sein. Klar, draußen habe ich jetzt nicht so viel geschossen, aber sollte klappen. Und unversetzt bin ich jetzt zwar auch, aber wer weiß, ob das zählt. Ah, da hinten liegt sogar noch ein Medipack. Habe ich gar nicht gesehen. Oder ist mir tatsächlich auch neu, ich kenne halt auch nur das eine oder andere Seite. So, ja, müsste eigentlich 100% sein. Jedenfalls erkenne ich keinen Grund, warum es nicht 100% sein sollte. Natürlich könnte es jetzt sein, dass der eine Schuss, den ich da mal versammelt habe, oder besser gesagt für den einen da, wo ich 3 Schuss versammelt habe, natürlich jetzt mit diesem Schuss hier zusammen, dass der so macht, dass wir nicht 100% erreichen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es reicht. Und wundervoll, da ist das Haus jetzt erstmal finito. Wundervoll. So, dann fahren wir jetzt erstmal von der Farm weg. Und das müsste eigentlich auch die Mission beenden. Ich hoffe natürlich jetzt, dass ich 100% erreicht habe. Wäre scheiße, wenn nicht. Bin ich ganz ehrlich. Jetzt müsste ja gleich die Mission vorbei sein. Ja, und da haben wir die Mission fertig. Und 100%. Wundervoll. Ja. War eine schnelle Folge, muss ich dazu sagen. Heute muss auch noch schnell was raus. Es ist schon 18.30 Uhr und kam noch nichts. Es kam vor 2 Tagen, glaube ich, auch mal wieder für ein, zwei Tage nichts mehr. Oder vor 3 Tagen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Denn ich habe eine Corona-Impfung bekommen und ja, die hat mich nicht so gut bekommen, die zweite. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, das war's für dieses Video, Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.